Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Trigon zwischen Venus und Neptun. Ein sehr, sehr spannender, sehr schwer zu beurteilender Aspekt wegen des Aszendenten Fische und auch wegen Neptun am Aszendenten. Also eine, wie soll ich das sagen, das ist so eine Art große Pause, ja. Große Pause, ein großes Fragezeichen. Und ich habe das einige Wochen praktiziert. Eine Meditationsempfehlung, damals hat sich Osho noch Bhagwan Sri Ranjesh genannt, und zwar hat er empfohlen, beim Schlafengehen, beim Niederlegen, sich vorzunehmen, wenn man träumt, dass man in der Realität erwacht, und wenn man in der Früh aufsteht, dass man einen Traum weiter träumt, der eben 70, 80 Jahre oder wie auch immer lange dauert. War ganz interessante Meditation, und ich würde sagen, diese Meditation, das heißt, wenn wir in der Früh aufstehen, erwachen wir in diesem Traum, ja, und wenn wir uns niederlegen, dann kommen wir zurück in die Realität, was natürlich auch meines Erachtens der Wahrheit entspricht, weil diese Realität hier, dieses Hologramm ist tatsächlich, ja, nur ein Traum. Und wer es nicht glauben möchte, kann ja gerne mal wieder so einen kurzen Spaziergang am Friedhof machen. Und wenn er dann auf die drübere Seite geht, wird er verwundert feststellen, die Verstorbenen, mit denen kann ich jederzeit Kontakt aufnehmen. Das ist zumindest bemerkenswert, oder? Also, ich habe es immer als bemerkenswert empfunden, wenn ich mit Verstorbenen in Kontakt getreten bin. Ich weiß, die anorganischen Wesenheiten, die spielen gerne etwas vor, aber das siehst du in ihren Augen. Wenn die Bernsteinfarben leuchten, dann laufe um dein Leben. Aber das sind so kleine Feinheiten. Aber wie auch immer, hier ist die Traumwelt. Hier ist sozusagen die Illusion, und die halten wir natürlich für sehr, sehr real. Und natürlich wird es von hier nur schwer eine Befreiung geben, solange wir das hier für real halten. Also, tja, ich sage jetzt nichts, aber du weißt, um was es geht. Wir haben hier ganz spannendes Horoskop. Wir haben hier 1, 2, 3 Planeten in der Waage eingeschlossen. 3 Waageplaneten im 7. Haus eingeschlossen. Oje, oje, oje. Und dazu gehört auch der Merkur als Herrscher von 7 eingeschlossen in der Waage. Naja, also auch Sonne-Mars-Konjunktion sagt uns auch etwas. Also hier könnte schon die Quelle der 38 sein. Hier könnte aber auch die 40 schon drinnen stecken. Aber auch die 42, sozusagen große Machtspielchen. Naja, Waage ist ja ein Machtzeichen. Und irgendwie ist diese ganze Energie nicht mehr greifbar. Es ist nicht mehr greifbar. Und wer ist, schon wieder der Frostschuss, was macht denn der da? Wer ist denn die Sonne? Die Sonne ist die Herrscherin des 6. Hauses, ja? Also das heißt, hier versucht man, dieses Thema mit Marskräften, mit marsischer Brutalität voran zu treiben, ja? Nur leider, dumm gelaufen, ist der Mars auch der Herrscher des 8. Hauses und eingeschlossener Herrscher. Erstes Haus, aber hier versucht man unterschwellig, sozusagen in aller Öffentlichkeit ganz offensichtlich dieses Narrativ noch zu retten. Aber wie es so schön heißt, glaube ich, chinesisches Sprichwort, never ride a dead horse. Und dieses Pferd, also das gespritzte Pferd, das ist so tot, wie nur irgendwas sein kann, also wie ein Regenwurm über den 3 Autos drüber gefahren sein, gell, der hat es schon überstanden. Und das läuft nicht mehr. Und interessant ist, dass aber auch Merkur, ja, dass Merkur für die Bevölkerung steht. Also ganz spannend, und auch fürs 3. Haus, und auch fürs 3. Haus, und auch fürs 7. Haus. Also großer Transformationsprozess, natürlich wegen des Quadrates zu Pluto, die Bevölkerung kann hier, also natürlich hängt das mit großer Manipulation zusammen, nicht, ja, weil drittes Haus Merkur, Pluto steht ja für die Macht der Worte. Aber weil das hier eingeschlossen ist, die 3 Planeten, also das heißt, das Narrativ, das Krankheitsthema, die Bevölkerung,
die Versuche, sozusagen das Ganze noch in Gang zu bringen, das funktioniert alles nicht mehr. Das läuft alles nicht mehr. Es ist hier, dieses Horoskop beschreibt für mich so eine Art großen Schwebezustand. Es ist alles so im großen Schwebezustand. Und genaues weiß man nicht. Und jetzt kann man halt raten, was dahinter steckt. Ich weiß es nicht, weil es ist alles sehr im Unklaren. Was mir nur persönlich ganz gut gefällt, ist, dass der Mond zumindest, wenn auch auf Jungfraugraden, im Krebs steht, in seinem Domizil. Das heißt, das Ganze hier fühlt sich doch irgendwie gut an. Die Opposition zum Pluto ist noch nicht da. Das Quadrat zu Mars und Sonne haben wir überstanden und es bahnt sich ein Trigon zu Neptun an und zur Venus. Also das heißt, von den Gefühlen her spielt sich hier Gewaltiges ab. Weiter zum vierten Teil. Ende.